Ich komme aus dem Norden, bin vertraut mit dem Süden, eure Seen und die Berge. Ich lernte sie lieben, wie den Klang eurer Sprache und die Kraft deiner Lieder aus dem Herzen geschrieben. Heut erklangen sie wieder. Oh mein Freund, ich hab dich lange nicht gesehen. Doch ich weiß, dass wir uns immer noch verstehen. Was uns zwei verbindet, konnte nicht vergehen. Oh, wie schön, dass wir uns heute wiedersehen. Wow. Zwischen uns passt genau eine Gitarre, sonst nichts. Ja, das wie schön, dich hier feiern zu dürfen, Peter. So, es ist so wunderbar. Komm doch einfach hierher. Vielen Dank, Rolf. Und du musst mir eins erzählen. War das die Sendung mit dem größten Herzklopfen für dich in deiner Karriere? Ja, es wurde immer stärker jetzt. Ja. Bei mir auch. Im Versteck zu leben ist nicht leicht. Wo haben Sie dich vergraben? Die Schweiz ist nicht so groß. Da findet man schon ein Versteck. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch so sehr. Und die Lieder von dir in diesen neuen Gewändern, die leben so lange. Und ich hoffe, wir beide können noch oft genau das genießen, was du beschrieben hast, dass wir unsere Lieder hinterlassen, auch wenn wir mal nicht mehr sind, wir klingen nach. Und du ganz bestimmt in der Schweiz, bin ich ganz sicher. Du sicher hier auch und in Deutschland sowieso. Vielen Dank. Es hat mich sehr berührt und ja, kann ich mehr dazu sagen. Ich komme aus dem Norden. Man hat gespürt, dass eine mega Verbindung da ist. Also es ist mega schön. Also ich glaube, der Peter ist wirklich überrascht gewesen und hat nichts gewusst und hat sich sehr gefreut. Und ich glaube, alle hier auf dem Sofa da hinten haben Hühnerhaut und haben gefroren. Ich hätte gar nicht erwartet, dass es ihn so berührt. Aber vielleicht war der Moment dann doch so, dass wir beide gespürt haben, Freundschaft ist mehr als ein Wort und dass der Peter einfach ein paar Tränen vergossen hat. Ich glaube, das zeigt nur, wie ehrlich er ist. Ich hatte noch eine Hühnerhaut, ganz klar. Also, es war so ein schöner Auftritt.